Hi Leute und willkommen zurück zu Enshrouded und Part 2 unserer Erkundung des neuen Gebiets. Ich finde es absolut mega bisher und es macht wirklich richtig Spaß und ich freue mich, dass wir jetzt in Part 2 starten. Hier sind wir ja im letzten Part stehen geblieben. Das ist der Brackenshafener Ziegenhof. Und von dort aus werden wir jetzt weitergehen. Wir können nämlich hier runter ins Miasma. Und da vorne haben wir dann auch noch so einen Amethystenstandort hier oben. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier, da. Genau hier. Das werde ich mir auf jeden Fall mal markieren. Ist nämlich immer gut zu wissen, wo man was findet. So, in dem Haus war ich jetzt gerade schon. Ich hatte nämlich vergessen, auf Aufnahme zu klicken. Und in dem Haus hier war ich auch schon. Dort ist eine versteckte Truhe. Ich möchte es euch jetzt nochmal kurz zeigen. Für die, die den Weg hier vielleicht noch nicht gefunden haben. Hier ist die Geheimtür. Mach sie wieder auf, bitte. Und hier ist die Truhe. Und in dieser Truhe war die Fledermausflügel-Axt. Genau, weiter bin ich aber noch nicht gekommen. Dann ist es mir zum Glück gleich aufgefallen. Dementsprechend können wir jetzt zusammen weitermachen. Und ich gehe mal hier hoch und ich möchte gerne hier rein. Das heißt, bitte einmal aufmachen. Hopp. Und was haben wir denn jetzt hier so? Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob hier irgendwas drunter ist. Wir machen das jetzt mal kurz ein bisschen weg. Jetzt leider keine Bomben dabei. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Sieht mir nämlich auch so aus, als wäre hier nichts drunter. So, dann kann man, glaube ich, noch darauf irgendwie. Ja, nur weiß ich nicht gerade wie. Schauen wir mal hier raus. Dann gehen wir vielleicht übers Dach. Hallo, bist du jetzt deppert? So, genau. Und dann hier hoch. Aber hier ist, glaube ich, nix. Nee, okay. Dann war hier eben nix. Können wir auch wieder runtergehen. Und eigentlich komplett ganz runter. Was haben wir hier noch? Einfach eine Mauer, ne? Oder? Ah, so ein Durchgang. Okay, never mind. Dann war es jetzt hier. Was ist denn das? Ist das vielleicht auch was Neues? Nee, das ist wieder Granit. Alles klar. Wir haben jetzt hier also den Weg. Hier haben wir noch ein Haus. Das werden wir uns natürlich selbstverfreilicht anschauen. Aber erstmal muss der ganze Käse weg. Okay. Laufen wir mal dahinter. Zuerst. Ist jetzt hier was in dem Schutthaufen oder ist da nichts? Nee, hier ist nichts, aber der Boden sieht ja mal ultra cool aus. Ich weiß nicht, ob man den Baublock lernen kann. Vielleicht gucken wir mal, ob ich das irgendwie abbauen kann. Er sagt, es wäre Sandstein. Na gut. Also schön. Hier haben wir noch dieses Haus. Da waren wir ja noch nicht drin. Und hier haben wir Myzel. Das brauchen wir aber gerade auch nicht. Was ist hier unten? Nix, außer ein Fenster, wo man rausfällt. Okay, ach, irgendwie verspult mich das ein bisschen hier, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein sehr großes, komplexes Gebäude. Hier waren wir drin, genau. Dann schauen wir doch hier rauf jetzt auch. Hier ist jetzt schon mal nichts. Und hier auch nicht. Gut, dann haben wir das Gebäude fertig. So, wo geht's denn dann weiter? Wir könnten jetzt mal nach da schauen, aber ich glaube, dass da eher nichts mehr kommt, sondern dann in der anderen Richtung. Deswegen einmal runter mit uns. Und weiter zum nächsten Hausi. Ich muss auch ein bisschen auf meine Miasma-Zeit achten, aber 18 Minuten... klingt doch erstmal noch ganz vernünftig. So, hier ist nix. Da fliegt, glaube ich, so ein Sichelscheiße. Ach man, auf den habe ich jetzt gar keinen Bock. Na gut, ich kann es mir nicht aussuchen. Okay, hier waren wir schon drin. Dann hüpft man doch mal hier rauf.
Hier ist aber auch nichts. Ach, dieser Blödmann da unten. Naja, was soll's. Ich muss ihn ja eh töten. Wenn ich ihn halt mal treffen würde. Ich hasse dich, du Scheiße. Ach, okay, gut. Ich habe ihn erledigt. Ich weiß nicht warum, aber vor dem habe ich irgendwie Angst. Was haben wir denn? Außergewöhnlicher Ring der Gesundheit. Plus 3 Gesundheitsregeneration plus 60 Lebenspunkte. Ja, Leute, ich würde mal sagen, dann wechseln wir doch die beiden mal, weil Gesundheit zu haben ist nie verkehrt. Dann esse ich auch bei Gelegenheit kurz was. Das Fleisch, was ich im letzten Part gefunden hatte, das habe ich auch schon in den Ofen. Da müssen wir dann mal gucken. Das müsste wahrscheinlich auch schon fertig sein. Und dann können wir nämlich das mampfen. Da bin ich dann auch gespannt, was uns das für Boni gibt. Oh, hier unten ist rote Flüssigkeit. Da will ich dann lieber nicht hin. Wieso ist das hier so... Oh mein Gott, groß! Hilfe! Also, schauen wir uns dann erstmal hier um. Was wir hier noch so finden... Oh, da geht einer. Nicht mehr lang. Probieren wir mal die aus. Oh, die ist gut. Die ist sehr gut. Hoffentlich verbirgt sich dann hier was dahinter. Aufmachen bitte. Ja, schauen wir doch mal. Und? Nö. Alles, was uns schon bekannt ist. Hier können wir runter und rauf. Was ist denn, wenn ich hier runterspringe? Aha. Dann bin ich im Keller mehr oder weniger. Oder im Klo, wie es scheint. Ja gut, eigentlich will ich aber da gar nicht hin. Sondern hier hoch. Mein Gott, ich bin manchmal echt zu doof. Und hier haben wir auch eine Kiste. Bogen des Verräters. Hat sich also gelohnt, hier lang zu gehen. Gehen wir wieder zurück. Und schauen mal weiter. Hier können wir rein. Nee, hier waren wir schon. Aha. Ich sag ja, irgendwie ist das total verwirrend. So, dann haben wir hier oben aber alle Häuser durch. Hier können wir rein. Und hier kann man hochkraxeln. Ist natürlich auch nicht schlecht. Muss ich nur mal gucken, ob hier irgendwas ist an den Seiten. Nope. Dann geht's, glaube ich, hier weiter. Ach, und hier ist einfach nur ein Speicherpunkt. Okay. Ja gut. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn man das weiß. Dann können wir hier auch gleich wieder raus und in dieses Häuschen rein. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, haben wir jetzt hier noch eine Quest? Ja. Dann setzen wir die mal als Wegpunkt, dass wir das nicht vergessen. Hier ist aber jetzt auch nichts. Hier unten ist wieder der See, der Lavasee. Ach, hier ist noch eine Kiste. Kettenheilung und überlegener Mana-Trank. Oh mein Gott, Hilfe. Scheiße, ich muss raus hier. Leute, Hilfe, ich bin gerade in dieses Ding reingekommen. Scheiße. Ja. Eine Ewigkeit später. Puh, und ich habe es geschafft, mich noch rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Das war jetzt richtig knapp. Okay, die Miasma-Zeit ist wieder aufgefüllt. Das heißt, wir können wieder hier runterdüsen. Und jetzt weiß ich natürlich nicht mehr genau, wo wir waren. Ich glaube aber, hier müsste das schon irgendwie passen. Lasst mich nochmal schnell zurückschauen. Ja, ich glaube, das passt.
Wo kommt man denn hin, wenn man hier drauf ist? Nirgends. Jetzt lasst uns noch mal ganz kurz hier in das Haus rein. Ach ja, genau, das war es. Das war das, wo ich gerade durch bin. Okay, nee, dann passt's. Dann war ich richtig, dann können wir eigentlich hier rüber. Hier waren wir dann wahrscheinlich auch noch nicht drin. Nee, kann ich da hoch? Kann ich. Ich kann aber auch wieder runter. Ist hier was? Sieht nicht so aus. Ich muss aber eigentlich genau in die andere Richtung. Und zwar hier so lang. Was ist denn da? Ist hier irgendwas? Ich glaube, ich muss zu dem Turm. Hey, geh weg. Gibt es da irgendwo einen Weg? Ja, da drüben. Na gut, dann schnell dahin. Weg von den Viechern. Und hier rein. Ist hier sonst noch irgendwas? Hier geht es dann rauf. Aber hier oben ist eine Kiste. Feuer-Irrlich-Beschwörung. Okay. Dann lasst uns mal hier sterben. Und nachdem wir wieder wiedergekehrt sind, einmal hier lang düsen. Man kann aber auch echt bescheuert sein, ne? So, was gibt's denn jetzt hier Feines? Standort oben. Okay. Dann bin ich gespannt, was uns da oben erwartet. Was haben wir denn hier so? Hier irgendwie sonst noch irgendwas? Ich sehe nichts mehr. Oh, hier kann man was lesen. Alchemistische Berechnungen und Geier. Ein weiterer Tag, ein weiterer Schrei. Ich kann meine Berechnungen nicht beenden, wenn diese schrecklichen Geier vorbeiziehen. Warum muss unser Leuchtturm so eng an ihrem Wanderweg ausgerichtet sein? Wenn Lord Forgott nicht angeordnet hätte, den Steinbruch zu schließen, würden sie sicher anderswo nisten. Aber ich wäre klug, den Gedanken niemals laut auszusprechen. Nicht, wenn ich meine Zunge behalten will zumindest. Auch mit diesen geflügelten Ablenkungen ist meine Arbeit fast komplett. Bald werden wir in der Lage sein, unsere Signalflammen zu zünden und unser Zeichen in den winterlichen Himmel zu brennen. Ich nenne sie Leuchtfeuer. Sie werden ein nützliches Warnsystem sein, wenn die große Bestie zurückkehrt. Ich bin dennoch besorgt. Die vorbeiziehenden Geier scheinen wütend deswegen zu sein. Ich beende besser mein Projekt, bevor sie zurückkehren. Okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt das gelesen, was wir lesen. Hilfe. Mein Gott, ey. Kannst du mich erschrecken, blödes... Ach so, ich sollte vielleicht... Hallo? Kämpfst du mit mir oder backst du dich irgendwie fest? Ist er jetzt tot? Okay, das war verspult. Wir können noch weiter hier rauf und hier ist auch kein Miasma mehr. Was habe ich denn da gesehen? Eine goldene Kiste, sehr schön. Da müssen wir nur schauen, dass wir hier rauskommen. Und schon sind wir draußen. Kristallwasserstab. Oh, hier ist ein schönes Feuer. Was ist denn hier sonst noch? Cooles Bett auf jeden Fall. Da kann man hochgehen. Hier ist auch noch mal was zu lesen. Aber erstmal möchte ich mich noch umschauen. Hier hat wahrscheinlich der Alchemist gelebt, von dem wir gerade gelesen haben. Wartet mal, bevor wir weiterlesen, gehen wir hoch. Und hier haben wir auch noch mal einen Speicherpunkt. Sehr cool. Aber sonst ist hier weiter. Jetzt... auch nix. Gut, dann gehen wir runter und lesen, was er uns zu sagen hat.
So, okay, wir müssen nicht lesen. Wir haben Alchemistenwandbehang Rahmen bei Alchemist freigeschaltet. Und somit die Quest aktualisiert. In Ordnung, dann führt uns die nächste Quest hier hinter. Setzen wir uns natürlich als Wegpunkt. Und jetzt muss ich nur gucken, weil ich nicht weiß, wie wir am besten jetzt lang gehen, natürlich. Ich meine, es sieht so aus, als müssten wir halt hier so in die Richtung. Ich meine, ich kann ja mal rüberfliegen und dann schauen wir. Vielleicht landen wir hier unten, dass wir uns nochmal umschauen können. Falls hier irgendwas wäre. Hier gibt es natürlich auch wieder mehrere Wege. Ich hasse das, wenn es mehrere Wege gibt. Hallo. So. Ja, wir schauen uns einfach hier komplett in dem Gebiet mal um. Hier konnte man mal hochgehen. Brutmonstrosität. Oh, wartet mal, Leute. Ach, da hinten ist er. Und hier haben wir auch eine Miasma-Wurzel. Sehr interessant. Ich kann ja mal hergehen. Und einfach mal hier Feuerbälle abschmeißen. Lass mich in Ruhe, du. Ich habe keinen Mana mehr. Dann gehen wir halt runter. So. Und schon ist er down und wir sind Stufe 26. Was hast du denn Schönes für uns? Mystischer Zauberstab und seinen Kopf. Ach so, ja, genau. Machen wir erstmal hier die weg. Und dann können wir die Wurzel wegmachen. Sehr schön. Jetzt ist hier auch kein Miasma mehr. Aber diese kleinen Viecher sind trotzdem da. Stellen wir uns mal hier hin. Und dann gucken wir mal zu den Fähigkeiten. Kann man hier nicht mehr rauszoomen? Das ist ja doof. Ist denn da jetzt irgendwas Neues dazugekommen eigentlich? Ach, wartet mal. Ach so, das ist nur der. Ja, was brauche ich denn? Also ich bin ja eigentlich auf Bogenschütze gegangen. Aber Nahkampf macht mir halt auch Spaß. Deswegen würde ich halt gerne hier im Nahkampf auch etwas mehr freischalten. Das wäre geil, dafür brauchen wir aber 5. Das heißt, ich hebe mir das jetzt noch auf und dann schalten wir die schnellen Klingen frei. Und dann gehen wir mal wieder zurück zu dem Zuhause hier und gehen von hier aus einfach weiter. Ich glaube, das macht dann in dem Sinne ja einfach mehr Sinn, weil hier haben wir zumindest noch einen Weg und auch Gegner. Na komm her. Hi. Mir, was du hast. Können wir hier irgendwo was sehen? Nee. Da hinten haben wir was. Was ist denn das? Ist das ein Jack? Ja, sieht ganz so aus, ne? Oder? Was bist du? Nein, du bist kein Jack. Hallo, wer bist du? Ah. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was es ist. Ein Schneeleopard vielleicht, aber... Er bringt uns rohes, fettes Fleisch. Sehr schön. Hier können wir jetzt durchgehen. Und auch hier haben wir wieder eine ganze Menge Zeug. Ich weiß jetzt nicht, was ist denn das Schwarze da oben? Komme ich da irgendwie hin, um das zu gucken, was es ist? Kohle! Wir haben eine Taschenheizung freigeschaltet. Und Stiefel des verwegenen Stiers. Ja, cool. Dann gehen wir weiter. Was haben wir hier? Hier ist wieder so ein Ding, für was auch immer das mal war. Genau, hier ist ganz viel von dem Amethyst. Hier ist er natürlich eher hügelig. Nicht so sehenswert. Macht jetzt aber auch nichts.
Hier ist wieder eine Brücke. Gehen wir drüber. Ich bin gespannt, was dann kommt. Da oben sieht es aus, als wäre so eine Art Burg. Aber I don't know. Es wäre so cool, wenn man jetzt irgendwie ein Reittier hätte. Ach so, wartet mal. Nee, es gibt nur den Weg. Okay. Ich dachte, ich könnte auch links gehen. Aber nein. Ah, aber hier haben wir doch was. Ja, und ein Speicherpunkt ebenso. Roter Stoff, nehmen wir mit, wenn der so rumliegt. Feuer-Ehrlich-Beschwörung, hier könnten wir jetzt pennen. Aber, tja, brauchen wir ja gerade nicht. Und da schweben jetzt auch so weiße Dinge. Wisst ihr noch, in dem Moor waren sie, glaube ich, lila, ne? So, und hier können wir jetzt links oder rechts. Tja, also eigentlich müssen wir mehr nach links, aber rechts macht mich halt auch neugierig. Schauen wir mal rechts lang. Oh, ich glaube, ich habe irgendwas gehört. Ah ja, hier sind Gegners. Oh, er hat Obsidian. Cool. Also man findet wirklich echt eine ganze Menge hier mit diesem neuen Update. Muss ich schon sagen. Dreispitzhut. Auch nicht schlecht. Wir müssen uns dann alles neue Zeug auch in Ruhe nochmal anschauen. Vielleicht machen wir da einen extra Part dafür. Oh, wo geht's hier lang? Das sieht interessant aus. Da gehen wir lang, natürlich. Sieht aber aus wie eine Treppe für irgendwen, der richtig große Füße hat. Ich hoffe, es erwartet uns jetzt nichts Krasses. Hier sind bloß Knochen. Also bloß, was heißt bloß? Ja, ich will nicht wissen, wer hier war. Hey, wartet mal, ist das Amethyst hier? Schon, gell? Hä, wo bin ich jetzt reingefallen? Oh, fette Amethystengrube hier. Also gut, gehen wir weiter. Hier unten haben wir was. Aber nichts Neues. Was ist hier drin? Okay, auch nichts Interessantes. Und hier auch nicht. Einfach so ein random verlassenes Lager. Oder gibt es hier irgendwas? Hm. Sieht mir jetzt nicht so aus. Das heißt, wir können wieder auf unseren Weg zurück. Und hochgedüst. Oh ja, guck mal an. Oh, und ja, guck mal an, mir ist kalt. Dann düsen wir jetzt nämlich raus aus der Kälte. Und dann muss ich auch unbedingt hier jetzt wieder einen Flammenaltar hinsetzen. Und dann würde ich aber sagen, beenden wir den Part an dieser schönen Stelle hier mit diesem coolen Ausblick auf den Berg dort. Danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder bei Part 3.